Das sind gerade die richtigen. Lieber Leute angespuckt, als den Kirschenkern verschluckt. Zuerst immer an der Wand entlang und dann auch noch davonlaufen. Ob sie Freunde suchen oder Feinde oder wenigstens ein bescheidenes Abenteuer, manchmal liegen sie ja näher, als man denkt. Und man muss Acht geben, dass man an den spannendsten Sachen nicht vorüberrennt. Halt, komm mal her! Der Große hat es entdeckt. Da liegt es, das Abenteuer im Schaufenster. Jetzt stehen sie da und überlegen. Abenteuer muss man sich etwas kosten lassen, das ist klar. Und wenn man sie in Büchern findet, muss man sie sogar bezahlen. Aber selbst für so wohlhabende Lausbuben lassen sich Einkäufe nicht übers Knie brechen. Zuerst einmal Kassensturz. 2,50 Mark, 2,70, 2,75 und noch drei Kupferne. Und der andere hat noch nicht einmal einen Knopf. Aber da kommt ein Herr, ein richtiger. Was will er von Ihnen? Nichts. Er gibt Ihnen sogar noch etwas. Ein Griff in die Tasche und der Fehlbetrag ist gedeckt. Vielen Dank, der Herr, und ab in den Laden. Noch weiß er nicht, dass er einen richtigen Schriftsteller kennengelernt hat. Dieser Mann hat dieses Buch geschrieben, ist ja nicht zu fassen, und der geht zu Fuß. Aber nun haben Sie einen, den Sie ausfragen können, wie so ein Buch entsteht und so weiter. Zu diesem Buch ist dem Verfasser die Idee einmal an einem See gekommen. Es war ein schöner Sommertag, Kinder, Wasser, Motorboot, und dann lief alles Weitere an. Alles Weitere, das sagt sich so leicht. Dabei heißt es, erster Entwurf, sortierende Einfälle, wochenlanges Tippen, dass die Tasten fliegen. Und zwischendurch gibt es Zeiten, wo einem schier nichts mehr einfällt. Wo es trotz aller Anstrengung und Fantasie nicht mehr weitergeht. Dann heißt es tief durchatmen. Vielleicht auch einmal länger pausieren, aber um das Denken kommt ein Autor nie herum. Autor nennt man übrigens den Verfasser eines Buches, auch wenn er zu Fuß geht. Ja, und auf einmal geht es wieder mit dem Schreiben. Und nach vielen Monaten ist es soweit, dass sich der Schriftsteller mit dem fertigen Manuskript hinauswagt in den Straßenverkehr. Er tut das nicht, weil er dringend frische Luft braucht, nein. Das hat einen ganz anderen Grund. Bisher gab es von dem geplanten Buch nur eine mit der Maschine geschriebene Fassung. Aber die kann man ja keiner Buchhandlung anbieten. Ein Buch muss eben ein Buch sein. Gedruckt mit einem Umschlag und mit Zeichnungen. Deshalb gibt es Verlage, die dem Autor alle diese Arbeiten abnehmen. Den Chef eines Verlages nennt man Verleger. Und zu einem solchen Verleger ist unser Schriftsteller unterwegs. Er ist ein wenig nervös, denn Verleger sind eine besondere Sorte von Leuten. Sie nehmen längst nicht jedes Manuskript an, sondern nur solche, die ihnen gefallen. Da kann man die Nervosität schon verstehen. Fräulein, entschuldigen Sie, aber ist der hohe Chef im Hause? Kleinen Moment, sie wird einmal nachhören. Na, wenn der Chef so freundlich ist wie seine Leute, ob er überhaupt da ist und wenn er da ist, ob er zu sprechen ist... Wahrhaftig, es klappt. Hier die Treppe hinauf. Vielen Dank. Ob der Gute die Treppen zählt? Er nimmt es nicht, er nimmt es. Nur Mut, mein Freund. Ein Verleger ist ja kein Zahnarzt. Und da stehen Sie sich schon gegenüber. Der Autor und der Herr Verleger. Und die Verlegenheit weicht. Ein freundliches Händeschütteln und, ja, da haben Sie mir ja etwas mitgebracht. Das will ich mir aber gut aufheben, hier unter diesen Stoß. So nicht, sagt sich der Autor und zieht es tollkühn wieder heraus. Nanu, denkt der Verleger, der geht aber ran. Aber dann muss er doch lachen. Gut, er will einen Blick hineinwerfen. Heute hat er mal ein bisschen mehr Zeit als sonst. Aber das scheint ja eine amüsante Geschichte zu sein. Und da unser Film weitergehen soll, kommt seine Zusage viel schneller als sonst. Jetzt sehen wir das Manuskript noch auf dem Schreibtisch des Verlegers. Und hier liegt es schon auf der Arbeitsplatte des Grafikers. Dieser Mann muss die Geschichte sorgfältig lesen, dann die passenden Zeichnungen entwerfen und nicht zuletzt das Umschlagbild malen. Das braucht seine Zeit und deswegen ist er einer der Ersten, die mit der Arbeit beginnen. Hier zeichnet er gerade an einer Gruppe strammer Gardisten.
Und so sieht die fertige Zeichnung aus. So geht das viele Tage lang. Skizzen, Radiergummi, Tusche und auch der Papierkorb kommt nicht zu kurz, denn nicht jeder Entwurf gelingt auf Anhieb. Von Zeit zu Zeit muss er noch einmal im Text nachschauen, ob auch alles stimmt, ob er nicht etwa drei Buben im Schlauchboot gezeichnet hat, wenn im Buch nur von zweien die Rede ist. Und eines Tages ist es soweit, dass auch das farbige Titelbild fertig vorliegt. Dann nimmt der Grafiker ein seltsames Instrument zur Hand und bläst durch einen Zerstäuber eine Flüssigkeit über das Blatt, die die Farben wischfest macht, und das nennt man Fixieren. Dann schaut er sein Werk noch einmal wohlgefällig an und, ehe er sich's versieht, ist sein hübsches Titelblatt schon in der Reproduktionsabteilung der Druckerei. Dort wird das Titelbild samt den Zeichnungen mit großen Kameras fotografiert. Das ist nötig, damit man Klischees und Lithografien herstellen kann, mit deren Hilfe die Bilder auf das Papier gedruckt werden. Während diese Männer noch sehr beschäftigt an ihren Apparaten hantieren, korrigiert drüben in der Retusche schon ein anderer die Filmplatten, die vorher fertiggestellt wurden. Eine Arbeit, bei der es auf Fingerspitzengefühl und einen guten Pinsel ankommt. Und dieser hier könnte früher einmal Konditor gewesen sein. Er rührt seine Druckfarbe so gefühlvoll an, als wäre es Schokoladencreme. Aber jetzt ist sein Beruf nicht mehr zu verkennen, wenn die Farbmasse auf die Maschine kommt. Es ist nur eine Farbe. Vier braucht man, um ein buntes Bild richtig wiederzugeben. Aber diese Farbe kommt als erste dran. Wer nach dem Druckgang das Papier anschaut, wird enttäuscht sein, denn erst wenn alle Farben gedruckt sind, eine über die andere, kommt die Buntheit des Bildes heraus. Jetzt wird also die Zinkplatte auf den Zylinder montiert und wenn alles stimmt, kann die Offset-Maschine anlaufen. Das Abenteuerliche an diesem Buch hat jetzt Pause. Vorerst geht es nur um Technik, darum, dass baldmöglichst viele das Buch lesen können. Automatisch werden die Papierbogen angesaugt und unter die Walzen transportiert, bedruckt und am Ende der Maschine wieder ausgeworfen. So geht das in immer gleichem Rhythmus. Während hier das Umschlagbild gedruckt wird, ist das Manuskript längst in die Maschinensetzerei gegangen. Zeile um Zeile wird wie auf einer vorsintflutlichen Schreibmaschine heruntergetippt. Bei jedem Anschlag fällt eine Buchstabenmatrize aus dem Magazin. Ist die Zeile voll, wird sie mit Blei abgegossen und fällt zu ihren Vorgängern. Noch einmal dasselbe. Anschlagen der Tasten, fallende Matrizen, Abguss und die fertige Metallzeile fällt heraus. Mit diesem Zeilenmaterial darf sich dann der Metteur befassen. Er fügt die Zeilen zu Blöcken zusammen, die jeweils einer Buchseite entsprechen. Soll auf eine bestimmte Seite eine Zeichnung kommen, dann muss er außer diesen Zeilen das Klischee einpassen. Das ist die Metallplatte, die später die Zeichnung drucken wird. Eine solche Seite hat er hier.
Zuerst kommt das Klischee für die Zeichnung dran. Dann werden die Lücken schön ausgeglichen. Und zuletzt folgt das Satzmaterial für den Text. Wenn genügend viele Buchseiten auf diese Art fertiggestellt sind, dann fällt der große Hebel, der die große Buchdruckermaschine in Bewegung setzt. Ein Ungetüm, aber ein technisches Wunderwerk. Auch hier wird das Papier automatisch durch die ganze Maschine geführt, vom Ansaugen durch die kleinen Gumminäpfe bis zum Auswerfen. Die Druckplatten liegen flach und bei jeder Einfahrt des Schlittens wird ein neuer Bogen bedruckt. Diese Uhr ist das, was der Tacho beim Auto ist. Jede Ziffer bezeichnet die Anzahl der Drucke pro Stunde. Das Werk läuft gut, die Passer stimmen, das Tempo kann erhöht werden. 3.500 Drucke pro Stunde. Damit die riesigen Bogen, die diese Maschine verlassen, weiterverarbeitet werden können, müssen sie zunächst noch geschnitten werden. Mit Haushaltsscheren wäre das ein bisschen mühselig. Dieses Messer ist dafür doch geeigneter. Es durchschneidet die dicksten Papierstöße wie Butter. Allerdings arbeitet es auch mit einem Druck bis zu 3 Tonnen. Der nächste Arbeitsgang ist das Falzen. Was früher einmal Heerscharen von jungen Mädchen mit der Hand gefaltet haben, das besorgt heute eine einzige Maschine. Falzungen erledigt dieses Werk in einer Stunde und dabei wird das Papier sauberer gefaltet, als man es mit der Hand tun könnte. Die Bogen haben nun schon fast das Format des fertigen Buches. Sie werden zusammengetragen und kommen zur Heftmaschine. Und diese heftet mehrere Bogen zum fertigen Rohbuch zusammen. Und hier diese 3-Messer-Maschine beschneidet jeden Buchblock noch einmal, gewissermaßen im Feinschnitt. Unterdessen werden die Buchdecken vorbereitet, in die später die Rohbücher eingehängt werden. Dieser Automat beklebt die bunten Titelbilder auf der Rückseite und verbindet sie selbstständig mit den Kartons, die dem Buch festen Halt geben. Der Meister macht immer wieder Stichproben, ob auch alles in Ordnung geht. Vielleicht auch, ob das Titelbild nicht auf dem Kopf steht oder so. Und was aus dieser Einhängmaschine herauskommt, sind die fertigen Exemplare, so wie sie später im Laden stehen. Jedes Buch wird durchgesehen, ob auch nichts fehlt. Und ein Buchzeichen muss natürlich auch hinein.
In großen Paketen gehen dann die fertigen Bücher auf die Reise. Die einen mit der Eisenbahn, die anderen mit Autos, je nach der Entfernung der Buchhandlungen. In unsere Buchhandlung, die wir zu Anfang gesehen haben, hat dieser Chauffeur das Paket gebracht. Ja, und damit wäre unser Filmspaziergang beendet, mit dem wir ein Jugendbuch von der Idee des Autors bis zum fertigen Buch im Schaufenster begleitet haben. Auch unsere beiden kirschkernspuckenden Lausbuben wissen jetzt Bescheid, wie viel Arbeit nötig ist, ehe man zu lesen beginnen kann. Ein Stück weit geht der Verfasser noch mit ihnen, dann überlässt er sie dem Abenteuer aus dem Schaufenster.